Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu FIFA 23 Ultimate Team. Jawohl, Spiel Nummer 3 diese Woche. Nachdem wir jetzt am Mittwoch so ärgerlich verloren haben und richtig unnötig eigentlich verloren haben, haben wir heute das letzte Spiel in Grün-Weiß. Grün-Weiß hat uns als Trick und nicht wirklich viel Glück gebracht. Wir haben es zwar geschafft, uns irgendwie zum Aufstieg in Liga 5 zu prügeln, aber ja. Ich glaube, wir haben noch nie so oft Spiele verloren wie in diesen Trikots. Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Das ist leider KP Manchester City. Wir spielen zu Hause. Gegen den schwarz-gelb antretenden Gegner. Der definitiv eine italienische Mannschaft da auf den Rasen schickt. Davis. Kann das nicht, was Alaba problemlos macht, den Ball klären. Gnabry, Benzema. Gibt den Ball leider nicht zu Carvajal durch. Ja, Ballack pennt. Hernandez nicht. Gnabry versucht sich mal am Dribbling, bringt uns aber hier nicht weiter in der Situation. Del Piero fälscht auch nur ab. Ball fliegt natürlich dann genau so, dass der Gegner ihn nur noch aufnehmen braucht. Das ist natürlich super bitter. Das ist Torres da vorne und das ist Tammy Abraham und er ist schnell und er ist gut und er ist nicht drin. Money! Boah! Och, Ballack! Weiß nicht, warum man da so toll einen auf Hecht machen muss. Ich hechte mich hier so Richtung Ball gefühlt. Wenn er da nicht hinkommt und wir hinten genau das kassieren, was wir nicht haben. Oh, Abraham schießt wieder daneben. Alter! Gnabry, oh! Ich dachte, dass der Benzema den Ball vielleicht doch irgendwie vorbeikriegt. War aber nicht der Fall. Benzema und jetzt steht es 1-0. Gnabry with a lot of space. Nein! Ederson! Schade. Morientes wäre da, glaube ich, ganz gut gestanden. Schweinsteiger bleibt dann stehen. Warum? Warum bleibt Schweinsteiger da stehen? Ohne Grund.
fehlt uns der letzte Funken Glück im Moment im Abschluss. Aber das nicht erst seit heute. Sondern schon seit Mittwoch irgendwie ein bisschen. Kriegen den Ball oftmals nicht an einem eigentlich schon geschlagenen Torhüter vorbei. Oh, warum spielt er denn den nicht tief? Ich kann nicht. Ja, hallo? Hilfe! Was war das denn jetzt bitte? Auf einmal konnte mein Controller nicht mehr bewegen. Kam die Anzeige, Controller voll geladen, Bewegung ging nicht mehr. Oh cool, wird es jetzt als Niederlage gewertet oder was? Also das ist jetzt der Überwitz. Ich habe Internet. Ich sehe es hier. Internet ist da. Ich habe keinen Connection-Verlust. Ich habe keinen Connection-Verlust. Ich sehe es vor mir. Ich komme direkt wieder rein. Oh, willst du mich verarschen? Ich hab's nicht abgebrochen. Ach, was ist denn das für eine Scheiße von EA, bitte? Ach, was soll denn der Mist? Ach, sowas ärgert mich richtig, ganz ehrlich. Ich sehe es vor mir, ihr habt ja die Internet-Connection von der PlayStation vor mir als Ding stehen. Nie das Internet verloren. Boah, sowas langweilt mich. Sowas langweilt mich heftig. Tut mir leid. Komplett ohne Grund. Dass wir hier die Connection verlieren. Komplett ohne Grund. Digga. Also das ist kein Foul oder was? Also irgendwie muss ich jetzt sagen, ich weiß nicht, was die Schiedsrichter jetzt in letzter Zeit machen. Aber gut, pfeifen tun sie nicht. Das muss ich jetzt an der Stelle einfach mal so straight sagen, wie es ist. Gut, pfeifen tun sie nicht. Das ist echt uncool. Das ist echt uncool. Der Holländer da vorne. Oder hinten. Der absolut fair aus einem unmöglichen Winkel. Ach komm! Willst du mir sagen, dass Ballack daneben geschossen hat? Ach. Hör mir doch auf. Abseits. Hör mir doch auf, ehrlich. Und wieder. Ballack kriegt den Ball, steht da, schaut rum, aber passt nicht. Warum? Es gibt keinen Grund, dass er den Ball nicht abspielt. Ja, Mai, Benzema steht vor dir frei, Mané steht vor dir frei und du versuchst wieder den anzuspielen, der komplett 10 Meter im Abseits steht und absolut nicht anspielbar ist.
Weltklasse, Davis. Weltklasse. Ich weiß echt nicht, was los ist mit unserer Mannschaft. Vielleicht liegt es mittlerweile echt am Trikot. Das kann gar nicht sein. Wir haben noch nie so schlecht gespielt. Mané zieht nicht durch. Läuft da Halbgas. Gnabry. Schaut zu, was der Gegner macht. Anstatt, dass er weiterläuft. Wie gesagt, es ist auf einmal, es stimmt kein Laufweg, es stimmt nichts. Es stimmt einfach nichts bei uns. Kassias muss uns wieder helfen hinten. Das ist halt auch kein Pass von Morientes. Das ist, Alter. Die spielen, als wäre unsere Mannschaft schwer krank. Da, Mané steht 2 Meter hinter dem Gegner. Anstatt dass er zum Gegner hingeht, läuft er von ihm weg plötzlich. Ohne Grund. Wieder Kassias, der uns rettet. Ich verstehe es einfach nicht. Als hätte man die komplette Mannschaft... Oh Gott im Himmel. Als hätte man die komplette Mannschaft resettet. Schon 3-mal gepasst mit Schweinsteiger. Pass kommt nicht. Warum auch? Morientes sollte angespielt werden. Wo geht der Ball hin? Benzema. Schon Davis. Alter, da stehen 5 Leute frei und er spielt ihm direkt zum Gegner. Digga, das ist doch ein Witz. Jetzt mal ehrlich, das kann's doch nicht sein. Das ist jetzt das 2. Spiel in Folge. Vorhin das Spiel, was wir gewinnen, wird plötzlich abgebrochen. Und es ist jetzt das 2. Spiel in Folge nach Mittwoch, wo jeder Pass, den wir spielen, absolut nicht, ungefähr nicht so kommt, wie wir ihn haben wollen. Schaut euch das an! Wir passen direkt zum Gegner! Aber das sind Pässe, die ich mit X spiele. Das sind keine Dreieckspässe, wo ich sage, ich schicke jemanden. Das ist das 3. Gegentor. Das kann's nicht sein, Mann! Ehrlich nicht. Sorry, bei sowas krieg ich einen Kotzreiz. Aus dem Nichts. Mané, der sprintet nicht mal, der joggt einfach nur. Schau dir das an! 2 Leute direkt neben ihm frei! Und er schafft es, dass er genau den Pass zu dem spielt, der gedeckt ist! Das kannst du mir doch nicht erzählen, dass ich zu blöd bin, den Pass auf 2 Meter zu spielen! Und das 7-8 Mal in einer Halbzeit! Digga! Irgendwann ist gut, wirklich! Das kann's nicht sein! Ja, checkt euch ab, Alter! Ihr seid blinder als ein Haufen Blinde! Mann! Sowas langweilt mich so dermaßen! Einfach unnötig, wirklich. Als würden sie zum ersten Mal Fußball spielen.
Wenn der Gegner kann nichts dafür, der Gegner spielt super, um Himmels Willen. Der nutzt genau die Sachen aus, die wir ihm schenken. Das macht er Weltklasse. Wiener, bleib mitten im Ding stehen. Das ist. Zeigt mir an, schick mich, ich schick ihn und dann bleibt er stehen. Ja, warum sollte ich dich dann schicken, du Tölpel? Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Das kann nicht sein! Das kann nicht sein, dass kein Pass kommt. Die einfachsten Pässe. Hier ein gerader Pass. Ja, danke. Warum gehen die über 10, 20 Meter, aber die über 5 gehen wieder nicht? 3 Leute laufen zum Ball hin. Keiner kriegt ihn. Weltklasse. Weltklasse. Ja, genau die Pässe hatte ich jetzt die ganze Zeit. Ohne Grund. Das gibt's nicht. Ein normaler Pass mit X. Keine Chance, den an den Mann zu kriegen. Null. Schau dir das an. Schau dir das an. Das sind Pässe, die spielen die blind. Normalerweise. Und seit 2 Spielen kommt nicht ein Pass an. Nicht einer. Und wieder. Der macht sich echt wahnsinnig gut. Der macht sich echt wahnsinnig gut, muss man jetzt an der Stelle einfach mal sagen. Man muss auch Spieler einfach mal loben. Das ist so ein Moment, was der 5-1 steht. Es bietet sich aber auch keiner an, wenn ihr es gerade gesehen habt. Bell bleibt einfach in der Mitte da stehen, wo er den Pass gespielt hat. Schau mal an. Schau mir das an. Das ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn, was meine Jungs da spielen. Ich weiß nicht mal, was sie da so verkehrt machen. Und wieder, da stehen 2 Leute komplett frei und ihr schafft es genau den einen anzuspielen, der komplett gedeckt ist. Beziehungsweise den Gegner anzuspielen, der direkt vor ihm steht, wo du sagst, okay, wenn es einen Pass 2 Meter nach links oder rechts setzt. Digga, tut mir leid, bei aller Ehre. Es ist einfach, ja, schau dir das an. Da machst du ein Tackling, Schweinsteiger läuft am Gegner vorbei. Macht dann das Tackling in die Luft. Und wieder ein einfacher Pass. Du bist Rechtsfuß, dann spiel den Ball doch mit rechts, wenn du es mit links nicht kannst. Rainer. Es zwingt dich niemand, den anderen Fuß zu benutzen. Vor allem, wenn du frei bist, komplett ungedeckt bist und eigentlich mit dem Ball machen kannst, was du willst. Meunier lehnt den Ball an, verspringt ihm um 4 Meter. Da habe ich noch nicht mal sprinten gedrückt. Hammer. Es ist ganz finster, was seit Mittwoch hier passiert. Es ist ganz, ganz finster. Und wieder. Selbe Ballabnahme, 2 Mal hintereinander. Das
Das kann nicht sein. Ich weiß nicht, was Bell sich da gerade dachte. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Muss ich ihn mal fragen, was das jetzt sollte. Aber das war... Wenn schlecht, dann schau dir das an. Schau dir das an. Wieder zwei Spieler vor ihm komplett frei. Nein, er muss den dritten hinter ihm anspielen. Trifft aber den einzigen, den er findet, ist der Gegner, der zwei Meter vor ihm steht. Und das sind halt die Dinge, wo ich sage, das kann es nicht sein. Es kann nicht sein, dass wenn ich einen einfachen Pass mache, der wirklich so ist, dass er versucht, den Mann anzuspielen, der hier am anderen Ende des Feldes steht. Das kann nicht sein. Das ist halt auch Ballverlust ohne Gegenwehr, ne? Schau dir das an. Das ist einfach Wahnsinn. Das ist die höchste Niederlage, by the way, die wir je bekommen haben. Bei FIFA. Ballack spielt den Ball nicht, weil ich sag sofort passend bei der Ballannahme. Ballack so, nee, mach ich nicht. Will ich nicht. Was ich auch Hammer finde, diese Bodychecks. Ab und zu ist es Freistoß. Und dann ist wieder gar nicht. Boah, Alter. Muss er den so knapp ranspielen, dass der Gegner wieder fast hinkommt? Ohne Grund? Wir verlieren hier nicht, weil der Gegner überkrass stark war. Sondern wir verlieren hier wegen den individuellen Fehlern. Und diese individuellen Fehler sind die Pässe. Die Pässe, die einfach 5 Meter oder einen Spieler betreffen, der 2 Meter vor dir steht. 2 Meter, nicht 4, 5, 6 Meter, sondern wirklich 2 Meter vor dir steht. Und dem spielen wir halt den Ball nicht nur in Lauf, sondern so, dass wir selber uns damit auskontern. Man ist ja genau dasselbe hiermit, weißt du, wir blocken den Ball, hier kommt der Pass, wir blocken ihn, legen ihm Reus auf, der schießt direkt und trifft, weißt du, das sind halt genau die Sachen, wo ich sage, ja, willst du mich verarschen, weißt du? Das ist genau das, wo ich sage, da kann der Gegner gar nichts dafür, der Gegner nutzt es halt eiskalt aus, ich gönn's ihm ja. Aber mich persönlich stört es halt einfach, dass ich sage, weißt du, wir haben hier eine Situation, die ist eigentlich hiermit geklärt. Alaba stoppt den Ball, fertig. Nee, Alaba stoppt den Ball so, dass der Gegner ihn direkt aufnehmen kann und wir keine Chance mehr haben zu reagieren. Das ist das, was mich hier stört. Nicht, dass er... Ich weiß nicht, warum er sich da zum eigenen Ding hin... Ich kann es nicht erklären. In dieser Situation, so wie Alaba steht... müsste der Ball eigentlich nach rechts vorne wegspringen und nicht nach rechts unten. Wenn Martial noch mal hinkommt, okay, aber zu Reus macht überhaupt keinen Sinn, dass der Ball zu Reus geht da. Null. Absolut null. Aber wie gesagt, das ist genau die Situation, die wir am Mittwoch schon hatten. Du schnippst und auf einmal wissen deine Leute nicht mehr, wie es geht. Und das ist was, das verstehe ich nicht. Ohne Gefahr, ohne irgendwas... Auf einmal geht einfach nicht mehr. Geht nicht mehr. Kann nicht mehr Fußball spielen. Ohne Gefahr machen wir es 10-mal gefährlicher, als es ist. Schade. Es ist einfach schade. Mein 57 zu 32 gewonnene Zweikämpfe. Wir haben 30 Pässe mehr. Ja, Schüsse gehen mal unter. Natürlich gehen wir bei Schüssen unter. Aber trotzdem. Weißt du, dann bist du im Spiel vorne 1-0. Und auf einmal bricht es ab ohne Grund. Du kannst auf einmal einfach nicht mehr steuern. Das sind so Dinge, die verstehe ich einfach nicht. Das ist, du sitzt da und denkst so, das kann gar nicht wahr sein. Was passiert denn hier jetzt gerade? Was ist denn hier jetzt überhaupt gerade los? Kannst du nicht beschreiben. Du kannst das einfach nicht beschreiben. Bedanke mich fürs Zuschauen. Sag Ciao mit V. Bis zum nächsten Mal.